Sauberes Wasser ist ein Menschenrecht. Diese Erklärung haben die Vereinten Nationen in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgenommen. Dennoch beziehen knapp 1 Milliarde Menschen ihr Trinkwasser aus verschmutzten Quellen, Teichen, Bächen oder Brunnen. Wasser holen ist traditionell die Aufgabe der Mädchen und Frauen. Sie wissen, wie wichtig sauberes Wasser ist. Wenn sie Wasser aus verschmutzten Quellen holen müssen, ergreifen sie verschiedene Vorkehrungen, um das Wasser möglichst sauber an allen Familienmitglieder austeilen zu können. In vielen ländlichen Regionen Afrikas und Asiens gibt es eine einfache Lösung, um sauberes Trinkwasser zu erhalten. Dazu wird eine vorhandene Quelle gefasst, indem man sie ummauert. Ist die Quelle gefasst, kann das Wasser ohne Verschmutzung direkt in die Wasserbehältnisse der Frauen und Mädchen fließen. Das Fassen einer Quelle ist Aufgabe der Männer. Das Material zum Fassen der Quelle wird von den Dorfbewohnern herbeigeschafft. Unter fachkundiger Anleitung wird die Quelle umgeleitet. Es wird eine Mauer aus Steinen und Zement gebaut. Zum Filtern des Wassers werden kleinere Steine verschiedener Größe zwischen dieser Mauer und des zu fassenden Wassers geschüttet. Ein Rohr wird einzementiert, dass das durch die Steine gefilterte Wasser in die Gefäße transportieren soll. Das Fassen der Quelle dauert einen Tag. Es dauert einen weiteren Tag, bis alles abgetrocknet ist, und am dritten Tag können die Frauen und Mädchen das Wasser schnell und sauber in ihre Kanister fließen lassen. Eine gefasste Quelle bedeutet weniger Krankheiten, mehr Zeit für die Schule und andere Arbeiten. Das Fassen einer Quelle ist auch für die Menschen in den ärmsten, oft schwierig erreichbaren Gemeinden und Dörfern möglich. Die Frauen und Männer wissen, wie wichtig sauberes Wasser für ihre Familien und insbesondere ihre Kinder ist. Die Freude ist groß, wenn wieder eine Quelle gefasst werden konnte. Nur 40 Euro reichen aus, eine Quelle zu fassen, um damit ein ganzes Dorf mit sauberem Wasser zu versorgen. Es wird geschätzt, dass verschmutztes Wasser jeden Tag 4.500 Kinder tötet. Durchfall ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Es sterben mehr Menschen durch schmutziges Wasser als an AIDS, Malaria und Masern zusammen. Bitte helfen Sie den Menschen mit einer Spende. Where am I? 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 Where am I